So, yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Golden Sun. Im letzten Part sind wir noch ein bisschen durch die Berge von Altin gestromert. Damit wollen wir auch heute fortfahren, denn es ist immer noch Wasser zu entfernen. Und da würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten das Ganze direkt einmal. Ich würde ja glatt sagen, wir müssen nochmal auf der oberen... Ne, müssen wir nicht. Wobei wir können... Ja, dann würde ich sagen, Leute, wir gehen nochmal auf dieser Ebene in den Berg. Denn wir haben auf der neu freigelegten Ebene keine weiteren Eingänge in die Berge von Altin. Das bedeutet, wir müssen irgendwo auf dieser Ebene hier noch ein wasserspeiendes Ungeheuer haben. Und jetzt kloppen wir erstmal ein paar Schleimbestien. Hoffentlich vergiften sie mich nicht schon wieder. So, und einfach wieder angreifen. Das schaffen wir schon. Jetzt. Aha, ich kriege mit. Die können sich auch einfach vervielfältigen. Schön. Sehr schön. So. Jetzt mal ganz kurz orientieren. Hier oben steht noch eine Lore. Und hier haben wir auch noch Wasser, das heißt, irgendwo auf der Ebene hier, wo wir gerade sind, muss es hier oder in den angrenzenden Räumen. Meine Bildschirmhelligkeit droppt schon wieder. Na, das solltet ihr ja mittlerweile kennen. Ich stelle die jetzt auch nicht wieder hoch. So, alle angreifen mal bitte. Es ist auch keiner vergiftet, sehr schön. Ich wollte eigentlich... Garrett ist gelevelt, schön. Ich hatte mir jetzt im vor dem Aufnehmen hier hatte ich mir eigentlich so viele Dinge zurechtgelegt, über die man sprechen könnte. Und die habe ich jetzt alle vergessen. Sehr schön. Ich bin gut. Na egal, ich mache die Folge jetzt einfach so. Und der Schocker, bam. So, jetzt würden wir, wenn wir von oben kommen... Moment, ich stell das mal eben... Na, ich stell das mal eben um. So. Und jetzt werden wir einfach mal hier auf die andere Seite fahren. Vielleicht geht's da ja noch mit ein paar Räumen weiter. Ich habe wirklich überhaupt nicht mehr im Gedächtnis, wo hier welche Räume waren. Wie gesagt, ich find's verdammt schwer, sich in dem Dungeon hier zu orientieren. So, und eigentlich mehr als einen Schlag solltest du nicht mehr aushalten. Oh. Oh. Du bist ja richtig widerstandsfähig. So, dann halt nochmal mit Isaac drauf und der Rest. Ja, das hat jetzt auch gereicht. Der Schocker. Und das war's. Ivan ist gelevelt. Was auch sehr schön ist. Bei Ivan sehe ich die Level-Ups immer besonders gern. Das kann seine Werte ja eigentlich nur verbessern. Und... Hops. Dann gehen wir direkt mal in den Nebenraum. Wobei ich hier auch kein Rauschen höre. Das ist kein gutes Zeichen. Und so viele Gegner sind auch kein gutes Zeichen. Lass mich... Erster Fluchtversuch. 100%ige... Misserfolgschance. Zweiter Fluchtversuch. 100%ige Chance. Das geht schon klar. Ja, tut mir leid, Leute. Irgendwie meinte mein Emulator gerade so, ja, ich halt mich mal kurz selber an. Hab gerade keinen Bock mit dir zu reden. Ja, was auch immer er sich gerade dabei gedacht hat. So. Tut mir leid. So, jetzt sind wir wieder hier. Also ich kann mich noch erinnern, dass es noch einen Raum gab, wo wir die lebende Statue noch nicht besiegt hatten. Der war auch irgendwo hier in die Richtung. Ah, das werden wir heute schon finden. Ich finde übrigens wieder das Prinzip, was sie hier angewendet haben, dass du einfach immer einen bestimmten Punkt finden musst,
in dem Fall halt ein Monster, das Ganze zerstören musst und dir damit neue Wege freischaltest, finde ich verdammt genial gelöst. Also, naja, das Spiel hat schon viele solcher schönen Prinzipien. Ich fand ja auch den Wald von Mogal mit diesem... Ah, hier haben wir eins. Ah, da drüben bist du. Es würde mich nur mal interessieren, wie ich zu dir komme. Moment. Ich glaube, ich weiß wie. Tut mir leid, ich musste gerade echt mal husten. So, da sind wir auch weg. Ich glaube, wir müssen da wieder was mit den Schienen umstellen. Ich hatte... Jetzt weiß ich, was mein Fehler war. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass diese ganzen Weichenumstellungen, die du fürs Drachenschild nicht benutzt hast, also die du nicht benutzt hast, um ans Drachenschild zu kommen, dass die einfach nur dafür da waren, um dich ein bisschen zu trollen. Aber scheinbar hat da wirklich was dahinter gesteckt. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt umstellen, damit wir zur lebenden Statue kommen. Das hätten wir eigentlich gleich im letzten Part erledigen können. Ach man, das nervt mich schon ein bisschen mit der Bildschirmhelligkeit. Kann ich leider aber auch nichts gegen machen. Ich kann ja nicht meine Maus die ganze Zeit bewegen. Frost brauche ich. Hier, Ivan, mach das mal bitte. So. Gut, dann stellen wir mal ein paar Weichen. Würde uns nichts überraschen, aber in dem Fall sind es nur zwei Taranteln. Die können wir ja mal eben plätten. Schocker! Gut. Garrett schützt sich und jetzt können wir wieder angreifen. Ba, 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 ba. Oh ja. Ah, so kommen wir nur zur Lore. Das ist sehr interessant. Moment, das sieht doch sehr... Ja, hier können wir runterrutschen. Perfekt. Oh, geht mir die Encounter Rate wieder auf den Geist. Moment. Wie dankbar bin ich mir, dass ich sie mir damals ins Xian gekauft habe. Danke. Ah, das ist echt ein Geschenk des Himmels. So, wir müssen nämlich in die Richtung jetzt. Dreh dich mal bitte. So. Denn wenn wir jetzt in die Lore einsteigen, müssten wir eigentlich darüber fahren. Und da wollen wir ja hin. So. Und nee, da oben gibt's nichts weiter. Gut. Dann mal rein in die Lore. Und da sind wir auch schon. Gut. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Moment, passt das? Ja, das passt. Attacke! So, Ragnarök. Wir spammen ihn mal wieder schön mit unserer Synergie zu. Ohne mit Sturmblitz. Yep. Und du. Ja, mach mal Eis. Ich möchte mal gucken, wie viel Schaden das macht. Vielleicht machst du damit sogar noch mehr Schaden, als wenn du physisch angreifst. Das wäre ziemlich cool. So. Und. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, jetzt fällt es mir gerade auf. Ich habe nicht aufgepasst, wie viel Schaden mir gemacht hat. Ah, gut. Es gibt ja noch ein paar Züge, wo ich drauf achten kann, nicht wahr? So, Eis nochmal. Ich habe nur gesehen, dass sie es eingesetzt hat. Ich gucke teilweise gar nicht so genau. Jetzt muss ich aufpassen. 23, das ist nicht viel. So. Jetzt der Sturmblitz. Und die Hitzewelle. Bam. So, jetzt greife ich mal mit allen, wo es möglich ist, normal an. Es ist ja bei allen möglich. Gut, ich werde nie erfahren, wie viel Schaden mir gemacht hätte. So ein Ärger aber auch. So, Moment, ich bin jetzt echt zu faul zurückzulaufen. Ich will einfach nicht in irgendwelche Kämpfe hier reingeraten. Rückzug! So. Gehen wir hier wieder raus. Und eine weitere Ebene freigelegt. Jetzt ist das Dorf, soweit ich sehen kann, komplett trocken. Wir haben jetzt auch den Waffenladen freigelegt. Und jetzt bleibt uns nur noch das Dorf zu erkunden. Du hast diese Monster besiegt, nicht wahr? Ja. Lass mich dir mit einem Küsschen danken.
Hey, du wirst ja auf einmal knallrot. Isaac. Du bist 17. Ja, Isaac ist ein... Das ist ein ganz übler Zeitgenosse, sage ich euch. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Waffenshop. Es interessiert mich schon, was ihr hier so anbietet in Altin. So, gucken wir mal. Wir haben zwar nicht sonderlich viel, aber ich glaube, das ist dasselbe Angebot wie in Xian. Vielleicht hast du ja Artefakte. Moment, Artefakte. Der Synergiestab. Oi, oi, oi. Das lohnt sich. Ich weiß, wie ich es mache. Moment. So, ja. Ah. Nein. So, Spieleticket kriegst du. So, Moment. Jetzt verkaufen wir noch etwas. Und zwar den Hexenstab von Mia. So. So. Jetzt könnt ihr euch denken, was ich machen möchte. Ivan hat den... Moment, wie hieß er? Den Synergiestab ausgerüstet. Jetzt geben wir den gesegneten Ankh an Mia. Jetzt haben beide nämlich exakt gleich viel Angriff. Moment, das sieht man vielleicht, wenn ich in den Status gehe. Die haben jetzt gleich viel Attacke. Ich sehe gerade, Mia ist nur minimal schneller als Ivan. Und das, obwohl Ivan schon richtig hart in seiner Geschwindigkeit gebremst wurde. Eieiei. Ivan ist aber wirklich unglaublich schnell. Wenn man ihn schnell sein lässt, natürlich. Aber, na, das habe ich ja nicht gemacht. Das ist ja Tonnen von Gestein aus den Minen gespült. Vielleicht finden wir jetzt Edelsteine und Erze, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Das wäre möglich. Aber ich würde sagen, wir betreten nochmal diesen letzten Abschnitt der Berge von Altin. Wieder mit dieser geilen, bassigen Musik im Hintergrund. Ich finde die wirklich toll. Und die heilige Feder lässt nach. Ah, wir haben noch ein paar davon. Also wenn es mal wieder... Wenn es mal wieder ein Rätsel zu lösen gibt, dann können wir sie ja wieder benutzen. So, hier oben sollte eine Lore hin. Da steht aber keine. Und hier haben wir jetzt wieder Rattenkämpfer. Ich möchte fliehen, ihr wollt doch auch. Ja. Ich finde es generell immer ziemlich cool, wenn die versuchen zu fliehen und dann steht immer da. Aber es gibt keinen drin. Ich lasse meine Gegner nicht davon kommen. Nicht ich. So, dann greifen wir den Rattenkämpfer einmal an. Einfach einmal da drauf kloppern, bitte. Von dem sollten wir nicht viel übrig lassen. So. So, 3 Sekunden. Nee, Spaß. Kein Mimik. Kann man mal machen. Hätte ich jetzt selber nicht ganz mitgerechnet, aber egal. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es kein Mimik ist. Moment, das... Doch, war richtig, wie ich es gesagt habe. Doppelte Verneinung ist ja eine Bejahung, eine Bestätigung. Also habe ich es ja komplett richtig formuliert in dem Falle. So, ich höre immer noch kein... Djinn! So, da scheine ich ja schon mal im richtigen Raum zu sein mit dem Djinn. Moment, euch bekämpfe ich eben mal. Ich glaube, die Skelettritter bringen gar nicht mal so schlecht Erfahrung. Moment. So... Können wir auch mal Synergie benutzen, den Feuerball, den Sturmblitz und ja, Tundra können wir auch nochmal machen. Dann geht's jetzt mal richtig mit Synergie drauf hier. So, und die Tundra macht jetzt nicht so viel Schaden, wie ich das eigentlich gewollt hätte. Wird natürlich besiegt. Die halten weniger aus, als ich denke. Ich denke immer, die haben irgendwas mit 200, 300 KP, aber... Viel mehr als 150 ist es bei denen scheinbar nicht. So, hier oben springen wir dann mit der Lore drüber. Ich glaube, ich sehe das Problem. Gut, Moment. Verschieber. Und Moment, hier haben wir auch noch was. Und zwar Frost. Also ich glaube, wir mussten hier wirklich noch aus irgendeinem Grund rüberspringen, um eine Weiche umzustellen oder so. Lasst mich... Ja, danke. Also ich bin froh, dass man vor einigen Gegnertypen so leicht fliehen kann. Ich hätte hier wirklich keinen Bock, jeden einzelnen Random-Encounter zu lösen. Wo käme ich denn auch dahin, ne? So, dann haben wir hier nochmal was, um es einzufrieren. Der Frost, bitte. Dankeschön. So, und
Nachdem wir diese Schleimbestien hier beseitigt haben, werden wir uns mal dem Djinn zuwenden. Der Psy-Egel, ja, das hat ihn gekillt. Und da greifen wir wieder an. Volles Rohr drauf. Ivan sagen, so rein aus Gewohnheit, weil Ivan braucht halt eh alle paar Sekunden gefühlt irgendwie so eine Heildosis. Wobei, eigentlich wollte ich Mia heilen, Moment. Aber wenn man diesen Menü-Sound die ganze Zeit hört, dann wird er schon ein bisschen nervig. So, Moment. Wir müssen das hier mal umstellen. Ja, müssen wir. Damit wir mit der Lore von unten dann hier hochfahren. Und dann von dort aus hier drüben weiter. So, und ja, schon wieder geflohen. Anscheinend wollen diese Rattenkämpfer gar nicht kämpfen. So, Moment, dann machen wir ja auch nochmal Frost. Gut, und dann kommen wir hier auch schon nicht mehr weiter. Gut, das musste ja irgendwann so kommen. Dann gehen wir jetzt mal hier oben rum. Mal gucken, was uns da so alles begegnet. Ach, ein Glück, dass wir vor denen so leicht fliehen können. Ich hab's ja schon mal gesagt, ich finde das gut. So, Moment. Anscheinend haben wir schon alles gemacht, was wir machen mussten. Und jetzt, ja, ja, gut, jetzt macht's auch Sinn, dass wir vorhin die Säule verschoben haben, weil wir müssen ja irgendwie noch zur Lore kommen. Ja, stimmt. Es macht ja Sinn, dass wir das gemacht haben. So. Gut, dann sollten wir jetzt eigentlich eine völlig unbeschwerte Lorenfahrt zu unserem vierten Merkur-Djinn haben. So, einmal aussteigen und einmal einsteigen, bitte. Und gut. Da haben wir den kleinen Kerl auch schon. Ich würde sagen, ich speichere mal ganz kurz. Moment. Speichern. So. Speichern wir mal hier. So, Speichervorgang. Und da quatschen wir dich mal an. Gut. Da muss jetzt vor allen Dingen Garrett natürlich angreifen. Mia, bitte einfach physisch bleiben. So, Ragnarök, 81 Punkte Schaden. Ei, das könnte wehtun. Aber, oh, das ist sehr gut. Seine Synergie wurde versiegelt. Damit wird er jetzt einige Zeit zu kämpfen haben. Na, je nachdem, wie lange er durchhält. Ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange sein. Hitzewelle und Sturmblitz. Einfach physisch wieder drauf, ihr beiden. Und ich kann ja wieder mal predikten, das hier war nämlich Quelle. Wenn ich mich recht entsinne, dann hieß du Quelle, Quell, sowas in der Art. Quelle. Ah, tatsächlich, das wusste ich dann auch noch. So, Moment, Quelle. Du weißt natürlich, zu wem du gehörst, und zwar zu Mia. Wenn wir dich verbünden, wird Mia ein Priester und bekommt eine der wichtigsten Synergien dieses Spiels, und zwar Wunsch. Ich zeig euch mal kurz, was Wunsch nämlich macht. Füllt 80 KP für jeden auf. Guck mal, ne, wenn wir 100 für jeden auffüllen müssen, kostet uns das 16 PP. Mit Wunsch machen wir zwar nur 80 für jeden, aber das mit 9 PP. Und das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich doch ganz klar sagen muss. Das heißt, wir haben jetzt einen, also ich denke mal wirklich einen der besten Heil-Moves dieses Spiels jetzt in unserem Repertoire. Und wie es bei Golden Sun so üblich ist, hat natürlich auch der noch ein paar Weiterentwicklungen. Ja, das mögen vielleicht auch noch nicht alle von euch mitbekommen haben, aber viele der Synergien, gerade Angriffs-Synergien, haben meistens drei Entwicklungsstufen, halt ähnlich wie beim klassischen Pokémon. Nur dass du halt alle drei Entwicklungsstufen zur Verfügung stehen hast. Jetzt habe ich wieder sehr viel drumherum gelabert um die Synergie. Worum es mir eigentlich geht, ich würde den Part hier gerne beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Part. Wir haben auf jeden Fall eine lebende Statue mehr besiegt. Haben einen Merkur-Djinn mehr und eine sehr wichtige Synergie gelernt. Ist eine sehr schöne Bilanz, wie ich finde. Und ich habe es zwar schon mal gesagt, aber ich hoffe, dass ihr Spaß mit diesem Part hattet. Ich hatte es auf jeden Fall. Und was ich noch viel mehr hoffe, dass wir uns auch bei einem nächsten Part wiedersehen. Bis dahin, Leute. Ciao.